Jo Leute, heute gucken wir uns mal die Kampagne von Titanfall 2 an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich habe die auch schon immer ein bisschen in London so ein bisschen angeschielt. Wollte die da schon immer mal starten, konnte es natürlich nicht machen, weil es da eine Multiplayer-Session war. Doch heute machen wir das Ganze mal und ich zeige euch einfach mal den Anfang. Doch bevor wir loslegen, erstmal eine Ankündigung für ein cooles Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr zweimal die Titanfall 2 Deluxe Edition gewinnen. Und zwar für den PC. Dazu müsst ihr einfach nur auf den Link in der Beschreibung klicken und dann könnt ihr da mitmachen, E-Mail-Adresse eingegeben und ich werde euch am Sonntag, dem 30. Oktober, die Keys senden. Das heißt, so lange geht das Gewinnspiel und ja, wie gesagt, zwei Leute können jeweils einen Key für die Deluxe Edition für den PC gewinnen. Um mitzumachen, einfach das Video liken und ihr könnt extra Chancen bekommen, wenn ihr mir zum Beispiel auf Twitter folgt oder auf YouTube abonniert habt oder vielleicht irgendwie auf Facebook-Fan seid. Das geht alles, findet ihr aber alles, wie gesagt, über den Link in der Beschreibung, da einfach draufklicken und ihr könnt mitmachen. Und ja, jetzt starten wir hier mal die Kampagne und wahrscheinlich gibt es erstmal so einen kleinen Vorspann und da werde ich natürlich ruhig sein. Of all the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Fast and agile. Graceful, yet devastating. Perceptive, resourceful, and relentless. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Pilots fight differently. Experienced in deception and maneuver, even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. Linked to a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force or an equal. The frontier has been the only home I've ever known. For years, our lands have been destroyed by the IMC, forcefully taking our resources, polluting and destroying our planets, and killing us off if we try to resist. Despite recent victories at Demeter and beyond, we have a long way to go before the IMC is defeated. Now, I serve as a rifleman in the militia, fighting to free the frontier. I'm a long way from becoming a pilot. But when that day comes, I hope I can live up to the honor. Ja, das sah ja schon mal ziemlich gut aus. Ich habe das Tutorial jetzt übersprungen, muss ich sagen. Das habe ich eben noch gespielt. Das habe ich aber mal rausgelassen, weil ich denke, das ist nicht so spannend für die Story. Wir fangen hier gleich mal mit der ersten Mission an. Ich habe eben erfahren, ich bin so ein Aushilfspilot sozusagen, noch kein richtiger. Und ich habe noch keinen eigenen Titan. Aber ich wurde jetzt während meines Trainings sozusagen unterbrochen. Und deshalb geht es jetzt mit der ersten Mission los. Und ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommen wird. Auf jeden Fall gibt es hier auf jeden Fall schon mal wieder so einen kleinen Trailer. Ich hoffe mal, da erfahre ich jetzt so ein bisschen mehr über die Story. Titanfall 2 steht da schon mal. Das ist schon mal gut. So. Sieht schon mal gut aus hier. Ah, das ist ein Titan. Guckt mal. Zack. Ist das überhaupt der Titan? Nein, das ist ein Soldat. Bin ich das?
sieht so ein bisschen so aus, als wäre ich das. Ja, das bin ich. Jack Cooper, ja, das bin ich. Jack Cooper. Ab geht's. Ja, komm, lass mich raus, ja. Ab geht's. Perfekt. Eieiei. Direkt im Gefecht gelandet, ne? Ups, das wollte ich gar nicht. Ist die nur Einzelschuss, die Waffe? Ach so, das sind meine Teamkameraden. Ja, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt drauf schießen. Das ist schon verständlich, dass er da nicht so abdrücken möchte. Mein Fehler. Ja, da haben wir... Ah, hier ist Granatwehr. Ja, ich wollte eben spotten. Ja, bin ich nur vom Battlefield gewöhnt. Ach, böse Falle. Komm, wir boxen immer weg. Oh, oh, und Granaten. Ja. Hoch da. Da stehen die ollen Grunts oder sind das Spectre? Das ist die Frage. Oh, die Waffe ist geil. Die nehme ich erstmal mit. War eigentlich für meine Sekundärwaffe, ne? Zack, nachgeladen. Und Kuh, Granate. Oh shit. Direkt, ich merke schon, ich habe richtiges Let's Play-Potenzial hier mit meinen. Direkt fast gestorben hier am Anfang. Geh doch down, danke. Weiter geht's. Wir müssen ja erstmal durchkommen. So, diese Zeichen, die da immer kommen, das heißt, ich habe. Wow! Munition aufgenommen. Oh, das hat mich ein bisschen. Bisschen erschrocken, dass so einfach der Titan da kommt. Oh. Ah. Da kommt natürlich ein Titan zu meiner Rettung. Hallo. Cooper, you're in bad shape. Hold on. This might knock you out, but you should be okay when you wake up. Lastimosa, hostile Titans inbound. Apex prisoners. Copy that, BT. Mercenaries. Stay down, Cooper. BT, let's go. Also ein Titan ist natürlich schon nice, wenn man den hat, ne? Das wäre was. Das heißt auch Titan vor, ich denke mal, ich werde gleich einen kriegen. Nein! Nein! Die machen gerade meinen Kollegen fertig. Kann ja nicht sein. Oh shit. Die sehen nicht so freundlich aus, muss ich sagen. Oh-oh. Aufs Doc-Tech gespuckt, das ist aber echt eine Schande. Da hinten steht... Ich bin aber kein Korps, ich lebe noch. Auf jeden Fall, der Titan, der hinten war, das war gerade der Legion, das wollte ich sagen. Den habe ich im Multiplayer immer sehr, sehr gerne gespielt. So, und irgendwie scheint ein Hund zu sein, der an mir zu knabbern scheint. Es ist leider ein bisschen unscharf. Oh. Hund ist nett ausgedrückt, würde ich sagen. Gibt es ja richtige Dogfights. Oh oh. Ah, da ist der Titan. Der ist auch noch da. Von meinem Kollegen. Oh, oh, oh. Ich ahne was. Hallo, Freund. Oh. Dem geht's nicht so gut. Transfer authorization to new pilot, Link, Bravo Tango, 7274. Cooper, take my Titan. Use my helmet in my jump kit. This is the real thing. Take care of him. Oh, oh. Ja, also,
Der Jack Cooper, den ich ja hier spiele, wird anscheinend, das wollen wir jetzt nicht sehen, wird anscheinend direkt hier in den Kampf geworfen, hat natürlich keine Erfahrung, hat hier erstmal seinen Chef da begraben, Chef vor allen Dingen im Militär, bekommt dann den Helm. Den gibt es übrigens auch in der Collector's Edition, den habe ich gerade aufgepackt. Das Video müsst ihr auch nochmal schauen, werde ich wahrscheinlich zeitgleich mit diesem hier hochladen. Genau den gleichen Helm, richtig krasses Teil. Und ich hatte ihn auch schon auf und, okay, meiner sah ein bisschen anders aus von innen. Ein bisschen, da gab es nicht so viele Head-Up-Display-Informationen, aber okay. Blutgruppe A+, interessant. Hallo? Okay, das dauert hier noch einen Moment. Muss erstmal hier hochfahren, das ganze Ding, ne? Erstmal kennt er ja morgens PC an. Da dauert er auch erstmal, bis Windows geladen ist, ne? Aber das scheint hier nicht ganz so Windows zu sein. Das ist eher so was anderes. Hallo, Titan. Ein Vanguard-Class-Titan. Power-Level-Critical. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Können wir so fest sein. Ah, Ich brauche anscheinend diese Power-Source. Oh, da ist der Hund. Alter, dieser Hund ist ganz schön stark. Zack. Der lebt immer noch. Alter. Ich gebe dem Hund gebe ich mal ins Gesicht. So. So, wir müssen jetzt die Batterie da sammeln. Hund! Was willst du? Ah, muss gar nicht mehr drauf schießen. Diese Hunde, ey. Ja. Und zack. Die fetzen so weg. So. Die Map sieht auf jeden Fall schon mal nice aus, muss man sagen. Schöne Dschungelumgebung. Ist das Dschungel? Mit Wasserfällen und so. Ist schon ganz okay. Und natürlich hier das Titanfall Movement kann hier natürlich voll ausgenutzt werden. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Wenn ich Titanfall spiele, möchte ich natürlich auch Wallruns und so weiter machen können. Militia Intruders, this is General Marder of the Interstellar Manufacturing Corporation. So, da hoch irgendwie. Ah, ich muss hier rum. So, da einmal rüber. Ich höre Gegner. Lol. Hallo? Und du auch. Boah. Einfach runtergefetzt. Kann ich mich eigentlich schon cloaken? Oh ja. Das ist natürlich nice. Einfach mal unsichtbar sein. Du triffst ja gut. Oh. Zack. In your face. Wozu habe ich überhaupt eine Waffe? Ach, um die da hinten abzuschießen. Okay, ich sehe es ein. Da oben ist gar keiner. Zack. Kein Ding für mich. Nein. Oh, schlecht. Ich dachte, ich hätte noch einen Doppelsprung zur Verfügung, aber irgendwie habe ich das Timing verplant. Okay, dann müssen wir halt hier da nochmal gegen kämpfen. Das war natürlich nicht so schlau von mir. Zack, da haben wir... Ja, mal Cloak angemacht. Wo bin ich? Hier. Zack, alle weg. Schön immer auf die Köpfe. Da haben wir ihn auch. Dich... Hauen wir mal weg. Genauso wie dich. Und, die hätte ich benutzen müssen. Ja, okay. Macht Sinn. Das ist so heftig, wie die wegfetzen. Das ist echt krass. Und jetzt will ich endlich mal meine Batterie hier aufsammeln. Ist sie das? Nee, ist sie nicht. So. Hallo? Das sind Waffen. Surprise, Motherfuckers. Der lebt noch. Lebte noch, meinte ich. Ups, das wollte ich gar nicht machen.
Muss ich diese Drohnen hier auch abschießen? Anscheinend. Böse Drohnen. Da sind natürlich auch noch welche. Kriegen wir aber auch weg, kein Problem. Und die Hunde, weg! Von den Hunden. Oh, da oben. Du Hund! Die Hunde sind ganz schön stark, ey. Unglaublich, jetzt bin ich schon zweimal gestorben. Ich bin echt kein guter Let's Player dafür, dass ich so oft sterbe. Aber hey. Ich muss halt ein bisschen auf die Hunde aufpassen, ne? Die sind nämlich stärker als geplant. Und jetzt werde ich hier auch noch voll beschossen, also... Erstmal ein paar Granaten dahin. Okay. Sieht doch schon nicht besser aus. Hund, geh weg! Die Hunde sollen mal die Gegner da lieber angreifen als mich. Böse Wauzis. Den haben wir auch. So, jetzt brauchen wir irgendwie mal diese Titan-Batterie, würde ich sagen. Da oben ist er ja. Also das Movement ist nice in diesem Spiel, das kann man nicht anders sagen. Klar ist es immer so ein bisschen offensichtlich, wo man da lang muss. Aber generell sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Muss ich jetzt hier lang? Nee. Hier durch natürlich. Also ganz so offen ist natürlich diese Bereiche nicht, aber eben hat man ja schon gesehen, man hat da schon ein bisschen Variation, wo man langläuft. Das ist auch ganz cool. Hier muss ich wahrscheinlich durchsliden oder auch nicht. Da ist er ja, da ist er ja. Ach so, nimm mal. Ach so, ich dachte, er nimmt jetzt das ganze große Ding mit, aber gut. So eine Batterie, das kann ich ja noch verstehen. Ja, dann bringen wir sie mal hin. Zu unserem Titan. Das heißt, unser. Ist ja jetzt unser, ne? Haben wir eben sozusagen Geschenk gekriegt. Wow, krass. Muss ich mich da wieder durchkämpfen? Ja, da ist schon wieder so ein Hund. Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Da flog doch eben noch was rum. Ich habe mich ganz genau gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht schwimmen will. Das ist viel entscheidender. Ist das der gleiche Weg? Nee. Doch. Zack. Brutal. Brutal. Power low. Nice. Insufficient power. Ja, ich dachte, ich habe die gerade eingebaut. Power low. Insufficient power. Tab. Ich drück doch Tab. Power low. Insufficient. Ja, die muss ich jetzt halt einbauen auf Tab. Deshalb drücke ich hier Tab. Ist das nicht Tab? Also, dass meine Tab-Taste nicht funktioniert, das bitte ich zu entschuldigen. Aber... Ja, wie kann ich die denn jetzt einbauen? Das ist natürlich eine Frage, die ich an dieser Stelle nicht beantworten kann. Muss ich da drauf? Ja, ich will sie doch einbauen. Ah, hier. Sehr gut. Musst du einfach nur an die richtige Stelle gehen, das ist natürlich gut. Zack, da haben wir ihn. Power at 2/3. Data core initialized. Ocular system online. Adjusting focus. Hi. Are you all right, pilot? I'm all right. Yeah. Who are you? I am BT-7274, a Vanguard class Titan of the Militia SRS, Marauder Corps. You may call me BT. BT. Got it. Nice. My systems are rebooting, but a third battery will accelerate the process. I will remain here. Ach, du willst jetzt noch eine? Ja, ich würde sagen, das können wir vielleicht im zweiten Part dieses Let's Plays machen, denn ich glaube, das Video geht jetzt schon lang genug und ja, wenn ihr Bock drauf habt,
Ruhe jetzt, ich mache hier gerade meine Abmoderation. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und lasst dem Video eine Bewertung da. Dann schauen wir mal, ob wir das hier weiterführen. Liegt natürlich auch so ein bisschen an euch, ob ich jetzt hier das Let's Play durchmache. Ich hätte natürlich Bock drauf. Kommt drauf an, ob ihr Bock drauf habt. Wenn das halt nur ein kleiner Teil sehen wollt, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Aber ansonsten sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, macht beim Gewinnspiel mit. Link ist in der Beschreibung. Dann könnt ihr dieses Spiel natürlich auch spielen. Und das war's jetzt. Eine Bewertung wäre cool für den Anfänger Let's Player Mega Quest. Mein Name ist Mega Quest und ich bin jetzt raus. Ciao!